Ich möchte Konstanza Drob bitten, zu mir zu kommen. Ich weiß, sie ist nicht so ganz heiß da drauf, aber das muss nun mal sein. Hallo. Ich freue mich. Ich habe ein Mikrofon. Und wann war das, oder wie war das, als die Zeichnung mit der Geschichte zusammenkam? Haben Sie das zusammen mit der Autorin gemacht oder wenn Sie zeichnen, entwickeln Sie da selber Geschichten und Gedanken? Wie läuft sowas ab? Also in dem Fall war das so, dass die Annette die Geschichte geschrieben hat und die hat sie mir dann gegeben und hat gesagt, überleg mal, ob das was für dich ist und mach mal Probeillustrationen. Und dann habe ich ein paar Seiten gemacht und ja, und das gefiel ihr und dann ging das eigentlich, ist das bei mir immer so, wenn ich einen Text lese, dann fällt mir eigentlich auch ziemlich schnell was dazu ein. Vielleicht sogar mehr, als man dann wirklich zeichnen kann? Also es sind ja, der Text ist ja eine Geschichte und die Zeichnungen sind ja praktisch, ich glaube, immer eine Doppelseite, sodass man ja, sich konzentrieren muss auf eine Szene sozusagen. Oder fällt Ihnen da noch mehr ein und Sie sagen, müssen auswählen oder verschiedene Situationen in eine Zeichnung zusammenführen? Ja, also ich finde das immer ganz schön, wenn Text und Bild sich ergänzen und wenn das Bild nicht immer nur das wiedergibt, was im Text steht. Und klar, das ist immer ganz schön, wenn dann so eine kleine Nebenhandlung noch auf dem Bild abspielt und man sieht ein bisschen mehr darauf. Ich bin jetzt gerade dabei, also zum Jahresende meine Steuer zu machen. Und ich habe gedacht, die Frau Drob, die hat's gut. Die kann ja reisen überall in die Welt und kann das steuerlich absetzen. Bin ich natürlich ganz neugierig. Machen Sie das wirklich? Reisen Sie auch in diese ganzen Länder und setzen das steuerlich ab? Ja, das wäre schön. Also ich glaube, dann käme ich nie mehr zum Arbeiten. Also zum Glück gibt es ja heutzutage das Internet, da kann man schön recherchieren. Und Schade eigentlich. Nee, aber ich mache ja im Moment mal in Deutschland Felix und da habe ich mir eigentlich fest vorgenommen, dass ich, wenn das Buch fertig ist, im nächsten Jahr mit meiner Familie mal auf Felix Spuren umreisen möchte. Hinterher. Oh, schade. Ja, was wird Felix in der Zukunft erleben und wie lange wird es noch geben? Das wollen sicher viele hier wissen. Ich weiß nicht, wie lange wird es noch gehen? Wolfgang, Nicola, wie lange wird es hier? Ewig. Ja, das wäre schön. Ja, dann wünsche ich Felix viel Glück und Ihnen Gratulation auch zu dieser Ausstellung hier, die hoffentlich viele sehen und viele Spaß dran haben.